Moin Leute! Hallöle! Oh, hallöle. Also, wir sind gerade in Shinjuku auf dem Tojo Tower. Auf jeden Fall, fragt einfach nach einem hohen Gebäude und hier hat man einen richtig geilen Blick über Tokio. For free natürlich, weil wir kein Geld ausgeben wollen. Ja. Aber es ist, ja, warum nicht for free? Also das ist quasi der South Tower, hier gibt es zwei. Hier kann man über die Stadt gucken, auf der anderen Seite kann man theoretisch den Fuji sehen. Heute nicht, leider nicht, weil das Wetter ist wolkig. Aber kein Problem, wir gehen dann noch auf den Fuji. Spoiler! Dann sehen wir ihn. Und dann sehen wir ihn. Nein, eigentlich nicht, weil wir stehen drauf. Aber ich glaube, es wird geil. Ja. Oh, okay. Ich bin heute so fertig. Ja. Hangover. Guck mal Leute, die Japaner verstecken den Müll in der Ecke. Wenn man es nicht sieht, dass irgendwo Müll rumliegt. Voll krass. Ich habe heute mal ein großes Wasser gekauft. Komm hier. Oh wow. It's crazy. Okay, Sie haben gesehen, es gibt hier auch vollere Ecken, aber ich muss sagen, so voll wie man es sich immer vorstellt, dass irgendwie man in die Bahn gestopft wird, war es bis jetzt ja nicht. Also es ist glaube ich nur vielleicht morgens oder abends, wenn ganz viele Leute zur Arbeit fahren oder so. Aber ich meine, es ist Public Holiday und es ist voll, aber nicht so krass, ne? Hält sich absolut in Grenzen. Absolut. Und wir sind jetzt in Harajuku. Wow, sehr gut. Und wir gehen jetzt erstmal einen Tempel angucken und dann gehen wir geile Scheiße einkaufen, hoffentlich. Hoffentlich, aber es darf nicht so teuer werden. Ja, ich muss noch zugeben, also alle meine Klamotten sind dreckig gerade. Die werden natürlich gewaschen. Aber selbst wenn alle gewaschen sind, habe ich vielleicht noch so drei T-Shirts, die keine Löcher haben. Also wie gesagt, ihr könnt uns hier spenden. Ich brauche neue T-Shirts, Leute. Ich habe mir gestern Socken gekauft. Und ich kann mir das gar nicht leisten. Nein, Spaß. Ich versuche auf jeden Fall mir auch was zu kaufen. Echt? Ja. Aber du hast gesagt, oh, nee, ich kaufe nichts. Und ja, ich muss aber. Das ist echt peinlich langsam. Die Einzige, die nichts kauft, ist ich. Bin ich. Und er kauft sich immer was. Das ist immer so. Aber wir sind ja Vagabunden, ne? Wir sind ja Vagabunden. Was hältst du von Bezahlen eigentlich? Ah, Gott. Also es wird zu viel hier schon wieder. Okay. Also zum Tempel, bitte. Boah, es ist so krass nice schon. Was hier so abgefahren ist, dann Tokio, finde ich. Es gibt so richtig viele Sachen, wo so total neu modern sind. So LED-Lichter und abgefahrene Cafés und was weiß ich. Und dann einfach hier steht so ein fettes, alter Tempel. Krass. Korrekt. Das ist schon schick. Ja, das ist mega cool. Okay Leute, wir sind jetzt gerade im Meiji Jinju Shrine. Richtig geil, dass wir einen Guide dabei haben, weil dadurch kann ich alles erklären. Sonst habe ich immer gar keine Ahnung und er auch nicht. Da vorne wird gebetet. Das haben wir auch schon gemacht. Das ist ganz süß eigentlich. Also du wirfst so Geld rein, so 10 Yen oder so. Und dann verbeugst du dich zweimal. Dann klatschst du zweimal in die Hände. Dann machst du einen Wunsch oder so. Und dann verbeugst du dich nochmal. Aber soll man natürlich nicht filmen. Und dann ist hier noch so eine Tafel, wo man so spezielle Wünsche rausschreibt. Das ist echt, das sieht so cool aus. Mit dem Schwein. Hat was, oder? Wahrscheinlich nicht. Okay Leute, wir haben sie gefunden. Das sind die Mario Karts. Und man kann hier... Ah ja. Also man kann sich hier Karts mieten und damit immer Mario Outfit anziehen und hier durchfahren. Und es ist so geil. Und was richtig abfuckt ist, ich wollte es morgen machen. Und also falls ihr das machen wollt, bereitet euch vor. Selbst mit einem internationalen Führerschein, den ich mir in Deutschland besorgt habe, kann ich es hier nicht machen, sondern man muss den übersetzen lassen. Das kostet nochmal 3000 Yen. Das heißt, das Ganze würde mich 9000 Yen mindestens kosten. Und das kann ich nicht machen.
Mega scheiße, weil, wie gesagt, ich habe einen internationalen Führerschein. Warum bist du frustriert, nicht ich? Okay. Ja, ist also schade, also für euch, damit ihr es direkt wisst, falls ihr das machen wollt, ist bestimmt so geil. Ja, ihr braucht so einen komischen, translateden Führerschein, in Japanese oder Englisch. Voll ärgerlich. Und jetzt gucken wir uns ein bisschen Japanese Pop Culture an. Ich glaube, das wird geil. Und da gibt es auch die ganzen Vintage-Klamotten. Also, auf geht's. Oha, also wir sind hier in der Takeshita Street. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber hier sind so ungefähr eine Milliarde Leute am Start. Und hier geht die Pop-Culture ab. Also, das willst du? Ja. Nee, ich glaube, ich bin SpongeBob. Ich bin SpongeBob. Okay. Also Leute, ich muss sagen, wir sind auch krass die Opfer für sowas. Ich weiß nicht, probier einfach mal, ja. Okay, also hier gibt es Stickers im Automaten. Und wir kennen uns! Nice, der ist cool! Nice! Bitte noch Chin Chan, der war der geilste. Oder er ist der geilste. Oh Baby! So cool. Okay, also wir sind hier gerade im Fotoautomaten. Und das ist natürlich viel geiler als der deutsche Fotoautomat. Weil hier kann man natürlich sich richtig nice machen. Next, choose the background to shoot. Okay, also ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die Fotos sehen schon so behindert aus und man kann sie jetzt noch verunstalten. Richtig geil, mach was Geiles. Was? Ich weiß gar nicht. Ich nehme erstmal Pink. Was soll ich machen? Oh, so sweet. Das ist so witzig, erkennt ihr das? Das ist das Geilste hier, warte. Das hier. Wir wollen mindestens 500 Likes auf das Bild. Leute, ich wollte euch eigentlich nicht filmen, weil ich dachte, ich mache mal einen Tag Pause. Weil ich kann gar nicht so viele Videos machen. Aber ich kann nicht aufhören. Also wir holen uns jetzt Zuckerwatte. Aber nicht nur eine normale Zuckerwatte. Es wird geil. Ich hab noch nie so eine schöne Zuckerwatte gehabt. Und geil. Ist super süß. Ja. Was ist das? 25. Nice! Wir haben hier eine Crepe. Mit Banane, Erdbeer und Schokokuchen. Oh mein Gott. Ich krieg ein zu viel. Das ist das Paradies. Wie isst man das jetzt? Beiß rein! Geil? Das ist geil, super geil. Okay. Oh wow, das schmeckt richtig geil. Das sind auch Kühe noch drin. Was? Sahne. Ja, das ist abgefahren geil. Das ist der geilste Shit. Auf jeden Fall herkommen. Und ich würde sagen, wir beenden noch das Video, weil ich habe schon wieder so viel gefilmt. Mein Akku ist schon wieder leer. Ja. Das ist letztes Jahr ganz selten passiert, aber seit wir Kugeln sind jeden Tag. Den zweiten vergesse ich jetzt zu Hause. Deswegen danke fürs Einschalten. Wir zeigen euch den ganzen Tag eigentlich nur geilen Scheiß, aber ich hoffe, das reicht euch. Vielen Dank. Ciao. Ciao.